Hallo, hier ist Johannes Gunsenheimer mit einem Halloween-Special pünktlich zum Reformationstag. Nun ist es ja so, dass der Reformationstag und Halloween zufällig, und zwar wirklich zufällig, auf genau den gleichen Tag fallen. Die erwachsenen Protestanten in Deutschland feiern den Reformationstag und mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt Halloween gefeiert wird. Das hat schon einiges an frommen Ressentiments zur Folge gehabt. Ich habe von Eltern gehört, die ihren Kindern verbieten, Halloween zu feiern, weil zu Halloween ja angeblich der Teufel angebetet wird. Ja, also wenn Kinder sich verkleiden und Süßigkeiten bekommen, hat das meiner Meinung nach sehr wenig mit dem Teufel zu tun. Auch wenn es eine heidnische Tradition hat, Halloween zu feiern. Also wenn wir jetzt so urteilen, dann sind wir irgendwann so weit, dass wir unseren Kindern verbieten, Ostern zu feiern, beziehungsweise Schokoladen-Osterhasen zu bekommen, weil ja der Hase auch, also vor allem der Osterhase, auf ein heidnisches Fruchtbarkeitssymbol zurückgeht. Also lassen wir die Kirche mal ein bisschen im Dorf, lassen wir die Kinder einfach Halloween feiern, die Erwachsenen können dann den Reformationstag feiern, feiert man halt gemeinsam. So schlimm ist das sicher nicht. Ich habe also pünktlich zum Reformationstag jetzt ein Halloween-Special. Zum Halloween-Special lese ich eine Geschichte vor. Diese Geschichte heißt Der Erfurter Grufti und ist aus meinem Buch von Vampiren und Menschen. Ich unterteile diese Sendung in zwei Teile, weil die Geschichte ein bisschen länger ist. Kürzen wollte ich sie nicht. Jo. Der Erfurter Grufti. Über einen tollen Konzertabend, der etwas unerwartet endete. I don't believe in ghosts, but I've been afraid of them all my life. Dieses Zitat des US-Journalisten Charles Anderson Dana, 1819 bis 1897, zu übersetzen mit Ich glaube nicht an Geister, aber schon mein ganzes Leben lang fürchte ich mich vor ihnen, gibt wohl sehr treffend wieder, wie eng unsere Angst vor Gespenstern mit der allgemeinen menschlichen Furcht vor dem Unbekannten zusammenhängt. Was mich betrifft, bei mir ist es mittlerweile umgekehrt. Seit einem schönen Frühlingsabend im Mai weiß ich, dass es Gespenster gibt. Gleichzeitig habe ich aufgehört, mich vor ihnen zu fürchten. Ja, ich finde sie nun sogar ein Stück weit sympathisch. Lange überlegte ich, ob ich diese Geschichte erzählen soll, da sie einfach nur verrückt klingt. Andererseits kann es einen regelrecht innerlich zerreißen, etwas derartiges Schweigen für sich zu behalten. Ich hoffe also, dass es eine befreiende Wirkung auf mich hat, folgende Begebenheit zu erzählen. Ein Konzertbesuch stand an. Die Gothic-Kultband Lacrimosa sollte in Erfurt spielen, in einer Disco namens Spot. Im Rahmen der Lichtgestalt-Tour. Das war am 25. Mai 2005. Ich hatte Anne Nurmi und Thilo Wolf erst einmal live gesehen, damals am 11. November 2001 in Nürnberg, Z-Bau, Fassade-Tour. Von daher entschloss ich mich zum Kauf einer Karte. Und auch Erfurt war für mich wieder einmal einen Besuch wert. Da ich Verwandtschaft dort habe, war mir die Hauptstadt Thüringens ganz gut bekannt. Das Konzert selbst sollte jedoch am Nordstrand stattfinden, eine Gegend, die ich bis dahin noch nicht besucht hatte, da war ich mir sicher. Von daher würde ein Stadtplan nötig sein. Wir besaßen zwar Karten von Erfurt, aber diese waren längst nicht mehr aktuell. Die thüringische Metropole wurde zu jener Zeit ständig umgebaut, die alten sozialistischen Betonblocks verschwanden, moderne Wohnviertel entstanden. Dazu eine schöne Innenstadt, in der sowohl Einheimische als auch Touristen immer etwas Neues entdecken konnten. Das hieß, die Stadt veränderte sich nicht nur radikal, sondern die Straßen wurden gleichzeitig ständig umbenannt, um sich auch hierin endgültig vom aufgezwungenen Sozialismus zu verabschieden. Die alten Namen erinnerten doch etwas zu sehr an die Zeiten der SED-Diktatur. So entschloss ich mich also noch während der Autobahnfahrt an einer Raststätte zu halten, um mich mit einem aktuellen Stadtplan von Erfurt einzudecken. Also Ausfahrt Autobahnraststätte. Ich steuerte einen Parkplatz an, stoppte mein Auto in einer Parkbucht und zog die Handbremse, was diese mit einem lauten Knall quittierte. Das Bremsseil dachte sich offensichtlich, der Klügere gibt nach. Jedenfalls war die Handbremse im Eimer. Nun stand ich vor der Wahl, das Lacrimosa-Konzert sausen zu lassen, im Sinne der Sicherheit und auf kürzesten Wege wieder nach Hause und in die nächste Werkstatt zu fahren. Oder die noch etwa 100 Kilometer lange Strecke nach Erfurt und nachts wieder zurück, mit kaputter Handbremse zu riskieren und dabei jedwede Polizeikontrolle möglichst zu vermeiden. Selbstverständlich wählte ich letztere Möglichkeit. Ich fuhr also wieder auf die Autobahn Richtung Erfurt. Alles ging soweit gut. Das Geräusch, das die am Boden schleifenden Bestandteile der Handbremsenkonstruktion während der Fahrt verursachten, ignorierte ich erfolgreich, wobei mir laute Musik aus dem Kassettendeck entscheidend half. Der nächste Stolperstein war, dass ich in Erfurt nun einen Parkplatz finden musste, der möglichst eben lag, so dass ich dort auch mit kaputter Handbremse parken konnte.
Da stellte sich nur noch ein gewisses Problem dar, da Erfurt eine relativ hügelige Stadt ist. Zum Nordstern selbst wollte ich mit dem Auto nicht fahren. Ich ging davon aus, dass um diese Zeit bereits alle Parkplätze in Konzertnähe besetzt sein würden. Schließlich fand ich etwas Passendes in der Nähe eines Sportzentrums. Laut Stadtplan würde ich bestenfalls 10 Minuten zu Fuß benötigen, um am Nordstrand zu sein. Also Auto in die Parkbucht gefahren. Auf diesem Parkplatz waren fast alle Plätze noch frei. Den ersten Gang eingelegt, ein Stoßgebet gemurmelt, dass das Auto sich nicht erdreisten würde, selbstständig wegzuwollen. Aber ich war zuversichtlich. Schließlich hatte ich mein Gefährt absichtlich so hingestellt, dass es im Falle einer Unabhängigkeitserklärung nicht auf die Straße, sondern in die Büsche der Parkplatzbepflanzung rollen würde. So konnte sicher nichts passieren. Dank meines frisch gekauften Stadtplanes fand ich den Weg zum Nordstrand ziemlich zügig. Auf meinem Weg stellte ich fest, dass eine vielbefahrene Hauptstraße, durch die ich ging, bereits wieder umbenannt war. So ein Stadtplan konnte also gar nicht aktuell genug sein. Bei den zahlreichen Straßenumbenennungen kamen die Kartografen und Druckereien wahrscheinlich gar nicht mehr hinterher. Am Nordstrand selbst bekam ich nicht viel vom Wasser des Sees zu sehen. Das Gelände war eingezäunt, ringsherum wuchs dichter Wald. Vor mir lag der Parkplatz der Diskothek Spott mit vollem Namen Spott Club Royal. Entgegen meinen Erwartungen waren hier noch alle Parkplätze frei und sie waren relativ eben. Ich hätte also ohne weiteres auch hier parken können. Jedoch würden sich die Parkplätze bald füllen und wenn mein Auto dann inmitten aller Lacrimosa-Fanmobile selbstständig das Rollen anfangen würde, wäre die Situation an Peinlichkeit nicht zu überbieten. An jenem nicht sehr gut besuchten Sportzentrum zu parken, war dann doch die bessere Lösung gewesen und der Fußweg zum Konzert schadete mir sicher nicht. Nach und nach trudelten die ersten Konzertbesucher ein. Wie zu erwarten waren die meisten von ihnen Gothics, im Volksmund auch Gruftis genannt. Schwarz gekleidete, seltsam anmutende Zeitgenossen mit markanten, zumeist dunkel gefärbten Frisuren, geschminkte Gesichter, auch die männlichen Exemplare. Von der Art her jedoch weitaus fröhlicher und freundlicher, als das todessehnsüchtige Outfit vermuten ließ. Sobald ich merkte, dass der Einlass begann, stellte ich mich unter sie in die Warteschlange. Dass ich nicht so richtig zu ihnen gehörte, sondern ein sogenannter Normalo war, zur Feier dieses Abends ausnahmsweise in schwarzem T-Shirt und schwarzen Jeans, störte niemanden.